Ich habe mir meinen Zorn für die Warnpfeile. Hebe mir meinen Zorn für die Warnpfeile der Drow auf. Lolf weiß das, wie auch die Mutter Oberin meines eigenen Hauses. Es ist nicht an euch, das zu entscheiden, Mädchen. Noch ein Wort und ich reiße euch das Herz aus der Brust. Das ist doch ein Bluff, arrogantes Ding. Handelt so und ihr riskiert einen Fehler zwischen eurem Haus und dem meinen. Wie würde Mutter Ardolens das wohl finden, frage ich mich. Ihr hättet gut daran, eure vorlaute Zunge im Zimmer zu halten. Wenn einer der Zuffen zu Ohren käme, wie ihr hier redet, sie würde euch ohne zu zögern die Haut abziehen. Vielleicht habt ihr so viel Glück, Miststück. Bah, ich werde keine Sekunde länger mehr zuhören. Weldrin, wir treffen uns in meinem Privatquartier im Turm der Gesellschaft weiblicher Kämpfer. In einer Stunde, Weldrin, kommt bloß nicht zu spät. In Ordnung, ich werde da sein. Warum? Warum in eurem Privatquartier? Fair, ich habe zunächst andere Dinge zu erledigen. Ja, warum in eurem Privatquartier? Weil ich mich zurückziehen möchte, elender Wurm. Und wehe, ihr vergesst eure Aufwartung zu machen, sonst mache ich euch lang. Okay. Keine große Herausforderung. Irgendwas stinkt hier. Fair hat offenbar noch weitere Pläne mit mir. Sie hat mir den Befehl erteilt, dass ich mich mit ihr in ihrem Privatquartieren im Turm der Gesellschaft weiblicher Kämpfer treffe. Fragt nun gut. Was möchtet ihr? Dann machen wir das einfach mal. Ihr müsst euch... So. Erzählt mir mehr davon. Turm weiblicher Kämpfer, das ist hier. Und entweder gehört Solafin zum Haus Chillat. Ich glaube nämlich nicht, dass er in Dereks Turm reingehört. Keine große Herausforderung. Ach, ihr schon wieder. Ihr habt Glück, dass ich in besserer Stimmung bin, Weibchen. Ich wollte euch schon foltern lassen, aber mein Zorn ist verraucht. Ich habe keine besondere Beziehung zu Solafin. Ihr habt meine besondere Beziehung zu Solafin sicher bemerkt, ja? Starrt mich nicht so unverblümt an. Unsere Feindschaft ist offenkundig. Seine Unverschämtheit ist nicht auszuhalten. Ich kann das nicht länger hinnehmen, sonst riskiere ich noch meine Position in Lolfs Hierarchie. Aber ich kann keine Maßnahmen ergreifen, die auf mich persönlich oder mein Haus hindeuten könnten, ohne einen Krieg zu riskieren. Also werdet ihr für mich diese Maßnahmen ergreifen. Ihr werdet Solafin töten. Wie bitte? Das kann ich nicht. Welche Belohnung könnte für mich dabei herausspringen? Und wie soll ich das eurer Meinung nach anstellen? Solafin ist vorerst von seinen regulären Pflichten empfunden. Ihr findet ihn in seinem Quartier in der Gesellschaft männlicher Kämpfer. Dort schmollt er vor sich hin wie immer. Er wird euch nicht erwarten, aber noch weniger wird er eure wahren Absichten erraten. Er wird euch begrüßen und dann bringt ihr ihn um. Die Angehörigen meines Hauses werden die ersten sein, die man verdächtigt, für seinen Tod verantwortlich zu sein. Aber ihr werdet von keinem Haus unterstützt. Ihr werdet unbehelligt davonkommen. Ist alles erledigt, nehmt ihr seinen, seinen Pivafi-Umhang und bringt ihn mir zurück. Er ist eine erstklassige Trophäe. Das wäre alles. Versteht ihr, um was ich euch bitte, Weldrin? Sollte ich jemand davon erzählen, wäre das euer sicherer Tod. Bewahrt mein kleines Geheimnis, dann bewahre ich das eure. Ich verstehe und ich werde diesen selbstgerechten Wasser töten. Ich nehme an, ich habe gar keine andere Wahl in dieser Sache. Nein, das werde ich nicht tun. Nämlich, dass ich habe keine Wahl. Das ist wahr. Oh, aber so schlecht ist es auch wieder nicht. Hatte die Enchess Nassad die Gunst der ältesten Tochter des Hauses und die Absicht auf Reichtum? Wohl kaum. Nun geht, ihr habt 3 Tage Zeit, diesen Laden zu erledigen und mir seinen Umhang zurückzukehren. Enttäuscht mich nicht, Weldrin. Trotz allem, was ihr sagt, Hadisa, können wir diese Situation vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Vielleicht ist es gar nicht notwendig, so dafür zu töten. Überlegt es euch zumindest. Ich war nun gut. Wir sind hier im Drow-Reich, also spielen wir auch nach Drow-Regeln. Fair verlangt von mir, dass ich Solafin stelle und töte. Er hält sich vermutlich in seinem Quartier im Haus der männlichen Kämpfer auf. Sobald ich die Tat vollbracht habe, soll ich zu Fair zurückkehren. Als Beweis soll ich seinen Pivafi mitbringen. Ja, wenn ich das noch richtig weiß, sollte ich ihn am Leben lassen. Außer ich will die Sache arg verkomplizieren. Die dumm. Wenn ihr es wollt. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Weldrin, was macht Merkt ihr hier? Das gut.
Was macht ihr hier? Die Mutterhobeln haben doch nicht so schnell wieder eine Aufgabe für mich, oder? Mir wurde freigegeben, mich auszurühren. Ja, verschickt mich, euch zu töten, Solarfein, aber ich werde es nicht tun. Ich verstehe, es war nur eine Frage der Zeit, bis ihr etwas unternimmt. Keine meiner Verbindungen zu irgendeinem Hause kann es verhindern, dass der unsichtbare Dolch in meinen Rücken gestoßen wird. Fähre und ich haben uns einmal geliebt. Mutter Adulis spürte, dass Fähre sich in einer Weise zu mir hingezogen fühlte, die einer Dorn nicht entspricht, und ließ die Zofen sie mitnehmen. Sie folterten sie mit Tentakelhuten, der Gedanke an die Folterung lässt mich erschaudern. Als sie mit ihr fertig waren, blieb Fähre nur noch ihr ehrgeiziges Ziel. Und ich blieb übrig als dauerhafte Erinnerung an ihre Schwäche. Ich habe schon lange darauf gewartet. Also dann, wenn ihr mich nicht tötet, was sollen wir eurer Meinung nach dann tun? Ich weiß nicht, ich schätze, ich werde euch gleichsam töten müssen, es scheint keinen anderen Ausweg zu geben. Ich brauche auch einen Waffenumhang, um fair zu beweisen, dass ihr tot seid, aber was werdet ihr tun? Ihr könnt euch anschließen, Solarfein, und diesen Ort verlassen. Nehmen wir die zwei. Ihr könnt meinen Umhang haben, denn ich brauche ihn nicht unbedingt. Und ich weiß nicht, ich kann mich in der Stadt nicht blicken lassen, ohne euer Leben und auch mein eigenes zu gefährden. Und ich möchte keinen Krieg zwischen meinem Hause und den Hispaner heraufbeschwören. Es war nie meine Absicht, ihnen Schaden zuzufügen, die nicht böse und schändlich waren. Die wahren Feinde der Drow. Ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Vielleicht ist es die Gnade, die ihr mir zuteil werden lasst, aber ich glaube, dass wir Drow vom richtigen Weg abgekommen sind. Wir müssen wieder auf ihn zurückgeführt werden. Ich werde vielleicht nach jenen suchen, die genauso fühlen wie ich. Ich werde im Schatten bleiben und euer Geheimnis nicht verraten, Weltrin. Ich danke euch für die Erwiese gerade. Sie lässt mich zuversichtlich sein, dass es für unser Volk noch Hoffnung gibt. Möge Illistre mit dem Silberhaar stets über euch wachen. Ja. Ich habe Solarfein überredet, mir seinen Pivafi zu geben. Mit ein wenig Glück wird er mich nicht verraten und Fähre wird den Unterschied nicht bemerken. Mir kommt es übrigens nicht so vor, als ob er mich betrügen könnte. So wie er sich ausgedrückt hat, unterscheidet sich seine Einstellung von den anderen Tor. Er hat sogar seinen Widerwillen für das Verhalten seines Volkes zum Ausdruck gedacht. Vielleicht werden wir uns ja wiedersehen. Ja, natürlich. Ja. Jetzt hätten wir einen Waffni. Im Schatten versteckten Rettungshaus gegen Drachenoden. Der Umhang gehört dem Dwargbeginner Solarfein. Der Träger des Mantels erhält einen Bonus im Schattenverstecken und leise bewegen. Die besondere Magie des Mantels beruht auf den feinen Mantitstreifen, die von hochbegabten Dwarf-Webern in das Material eingefügt wurden. Daher zerfällt er zu Staub, wenn man ihn aus dem Unterreich ins Sonnenlicht bringt. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Kann ich damit jetzt hier rein vielleicht? Nö. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, ich habe übrigens immer noch keine Wahl, als die da oben zu töten. Damit mich das Hirn in Ruhe lässt. Keine große Herausforderung. Ihr schon wieder. Ah, wie ich sehe, dass ihr seinen Piff nach die trägt, Weltrin, mein Liebling. Solarfein ist tot? Ja, ja, natürlich, er ist tot. Hier, her damit. Gruppe hat Gegenstand ein Gemüse der Erfahrung gehalten. Alle Liebe der Istnare Tai. Das habt ihr gut gemacht, Weltrin. Ihr habt euch euren Ehrenplatz in diesem Haus durch eure treuen Dienste redlich verdient. Und die sind natürlich noch nicht zu Ende. Es ist an der Zeit, euch der Mutteroberin des Hauses der Hispana vorzustellen, Weltrin. Mutter Adulais. Ist ganz begierig, das Weibchen zu denen, das so viel für Usnata getan hat. Ihr geht jetzt in den Tempel, um dort Mutter Adulais und mich selbst zu treffen. Verliert keine Zeit, Weltrin. Mutter Adulais wünscht euch, auf der Stelle zu sprechen. Ja, wir gehen direkt dorthin. Ja, und dadurch habe ich, ein Opfer des magischen Kerkers. Hat sich das jetzt alles zusammengeschoben? Mhm. Ich habe mehr als nur eine Aufgabe für die Dwarf erledigt und dadurch genügend Vertrauen aufgebaut, dass ich nun die Mutter Oberin Adulis des Hauses des Paars persönlich treffen werde. Mit den Worten der Dwarf, ich habe die Gunst des Hauses errungen und das hilft mir weiter. Ich soll nun ohne große Verzögerung fair die Tochter der Mutter Oberin beim Tempel von Lolf treffen. Nun gut. Ja, ich muss in all diese Fenster gucken, ob da noch was versteckt ist. Wie zum Beispiel noch ein Identifizierungszauber.
dass ich nach und nach das Drow-Zeug loswerden kann, es wenigstens noch in Geld verwandeln kann. Bevor ich's. Ich warte. Was möchtet ihr? Okay, okay. Verstanden, ja. Nicht mehr einsetzen kann. Erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Ah, hier bin ich übrigens falsch. Der Drow-Tempel ist da unten. Irgendwer hinkt wieder hinterher. Habt ihr einen? Jawohl. Wie ihr wünscht. So. Nun gut. Ihr müsst. Sind alle da? Und dann ab in den Tempel. Was immer ihr wünscht. Oh, ihr schon wieder. Ah, da seid ihr. Mutter, das ist das Weibchen, von dem ich euch berichtet habe. Weltrin. Ich kann gut sehen, dummes Mädchen. Denkt ihr, ich sei blind? Ich kann nichts Besonderes an ihr erkennen. Was fasziniert euch so? Mutter, sie kämpft hervorragend und nur sie ist in der Lage, in dem Haus des Pana bei der Lösung seines anderen Problems zu helfen. Was soll es sein? Illifiden, Augentyrann, Gnome und der mächtige Solarfeen. Seid ihr sicher? Irgendwie sieht sie dürr aus und irgendwann das ist merkwürdig. Ich bin dafür, Mutter. Sie könnte euch von großem Nutzen sein. Vielleicht. Lass uns einen Beweis verlangen, wenn sie von des Pana derart bevorzugt werden soll. Ja, Mädchen. Ihr da, seid ihr Veldrin oder gibt acht? Der Augentyrann, den ihr umgebracht habt, als ihr aus deren sogenannter Stadt kamt. Es war nicht die richtige Sorte. Ich habe dem Mädchen gesagt, welche Sorte ich benötige und diese war nicht der richtige. Aber Mutter, ich... Seid still, Mädchen, ich werde eure Lügen nicht schlucken. Noch ein Wort und ich schicke euch in die Grube von Lolf. Würdet ihr so schnell wieder mit den drinnen zu tun haben wollen, Mädchen? Nun, Veldrin, ihr habt euch als kompetent erwiesen, das ist gut. Das Haus des Pana braucht Kompetenz, eine seltene Eigenschaft, wenn man von Dummköpfen umgeben ist. Haus des Pana ist auf dem besten Wege, sehr bedeutend zu werden. Veldrin, ihr könnt euch uns anschließen. Mutalent Lolf erkennt die Erfolgreichen an. Aber ich benötige etwas sehr Seltenes, um diesen Weg zu beginnen. Ihr könnt es für mich besorgen. Ich werde euch diese Aufgabe übertragen und sehen, ob es euch gelingt, des Panas Gunst zu erlangen. Ich brauche das Blut einer unserer Nachbarrassen, Veldrin. Nur die edlen Rassen und das Blut eines ihrer mächtigsten Mitglieder. Ein gefährliches Unterfangen. Eure erste Möglichkeit ist, das Blut eines älteren Betrachters, dem mächtigsten der Augentyrannen, zu besorgen. Entweder das Blut oder das Auge. Ich habe das närrische Mädchen darum gebeten, aber es ist ihr nicht gelungen. Wir haben angenommen, dass der Spelljammer-Tyrann ein älterer Betrachter ist. Ich schwöre euch, das haben mir die Spione berichtet. Sie müssen übertrieben haben. Schweig, ihr hättet es selbst überprüfen müssen, Mädchen. Vertraut ihr allein auf diese Person, wenn es um Stärke und Verstand geht? Nein, Mutter. Genug. Solltet ihr den ältesten Betrachter suchen wollen, werdet ihr in ihren Tunneln im südöstlichen Teil ihrer Haupthöhlen zweifellos einfinden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Blut vom ältesten Hirn der Illifiden und eines Prinzen der Kutau zu besorgen. Beides ist genauso schwierig wie das Auffinden des älteren Betrachters. Das ältesten Hirn wird in der Stadt der Illifiden bewacht, durch die südöstlichen Höhlen hindurch. Eine alte Ruine der Kutau liegt in der westlichen Höhle und wird von einem verrückten Prinzen regiert. Nun geht, Veldrin, bringt mir das Blut einer dieser Kreaturen. Das Haus des Pala wartet auf eure Rückkehr, aber trödelt nicht, das ist mein Befehl. Nun gut, ich werde mein Bestes geben. Natürlich werdet ihr. Geht jetzt und beginnt mit eurem Auftrag. Gut, ich komme hier immer noch nicht weiter. Ich weiß jetzt aber, was ich zu tun habe. Das Beschwörungsritual der Drow. Die Oberin Ardonens hat mich fortgeschickt, ihr das Blut von jemandem zu beschaffen, der einer der alten Rassen im Unterreich angehört. Ich soll entweder in die Tunnel der Betrachter im Südosten gehen und einen ältesten Betrachter töten,
die Elifidenstadt im Südosten aufsuchen und dein Ältestenhirn töten. Oder habe mich zu den Kuatauan-Ruinen im Westen begeben und einen Kuatauan-Prinzen töten. Da sind Schreibfehler drin. Sobald ich das Blut habe, soll ich umgehend zu Ardolans zurückkehren. Ihr müsst eure Gruppe erst... Wenn ihr es wollt. Ja, für die Mission haben wir jetzt zum Glück sehr viel Zeit.